damit einen wunderschönen Sonntagmorgen und herzlich willkommen zu einem fast spontanen Video. Ich habe den Selfie-Stick dabei, also kann es so spontan nicht sein. Dennoch filme ich heute nur mit dem Handy und ich habe mir morgen gedacht, nehme ich euch einfach mal mit auf meine morgendliche Tour hier durch Köln. Ich bin noch ein bisschen spät losgekommen, wir haben mittlerweile schon 7:45 und ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Also mir geht es so, wenn ich ausschlafen kann, bis ich von alleine wach werde, also ohne Wecker aufstehen, dann bin ich in der Regel vielleicht schon um 6:30 wach und bin ausgeschlafen. Werde ich aber um halb sieben vom Wecker geweckt, fühle ich mich wie gerädert und also ganz komisch ist das. Und ich finde auch, ein richtig großes, luxuriöses Gut ist es für mich, ausschlafen zu können, bis man eben von alleine wach wird. Ja? Da brauchst du nicht mal materielle Dinge, sondern so eine einfache Tatsache, die macht mich schon sehr zufrieden. Wie geht's euch? Ich denke, da geht's vielen ähnlich. Aber in der heutigen Zeit ohne Uhr und alles streng getaktet läuft ja leider nichts mehr. Aber so ist das halt. Leute, hier geht's jetzt weiter. Ich werde gleich ein paar Bilder einfangen für euch, ein bisschen Musik und einfach mal gucken, was so passiert. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und weiter geht's. Damit herzlich willkommen auf der Deutzer Brücke mit wie immer einem wunderschönen Blick über den Rhein. Da geht dem Kölschen das Hetz up, wie man so schön sieht. Ja, zu meiner Linken dann hier auch der Dom. Ich hoffe, man kann den jetzt sehen. Leute, es gibt eine sehr gute Nachricht, denn Natururin hat meine Herausforderung angenommen und ich werde mit ihm um die Wette laufen, wer eben in 24 Stunden mehr Kilometer zu Fuß zurücklegt. Ja, für mich geht das schon los. Ich habe das geplant für den 9. August von Sonntag auf Montag. Ne? Und ja, ich habe mir schon eine Zahl überlegt an Kilometern, die ich gerne schaffen möchte. Mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen, soll ja alles eine Überraschung sein zum Schluss. Und ja, der Weg wird mich dann sehr weit aus Köln herausführen und dann eben wieder zurück, sodass dann alles klappt. Genau, die Gewinnerziehung hat ja auch sehr gut geklappt und da werde ich diesmal nicht die Gewinne mit der Post verschicken, sondern persönlich hintragen zu den Gewinnern. Denn die wohnen beide in für mich erreichbarer Nähe. Bei dem einen sind es etwa 40 Kilometer, bei dem anderen etwa 70. Da mache ich Tagestouren draus und da freue ich mich auch schon sehr, daraus dann ein Video machen zu dürfen. Und ja, bleibt spannend. Das war so eine kurze Aussicht schon mal. Und jetzt geht es hier weiter über... Ach nee, wir gehen ja jetzt hier links runter. Genau, wir gehen gleich durch Riehl wieder durch, meine alte Heimat, ganz genau. So, und dann sind wir auch schon wieder hier im Rheinpark, beziehungsweise Jugendpark. Die Sonne kommt jetzt raus, diese dicken Wolken verziehen sich langsam. Das Wetter verspricht richtig schön zu werden heute. Hier wieder diese tropischen Stimmen aus den Baumwipfeln. Leute, einfach toll. Und die Strecke hier, die ich gerade laufe, das ist eine ganz alte Strecke, die ich früher und auch heute noch regelmäßig laufe. Und zwar ist das die Verbindungsstrecke von da, wo meine Freundin und ich jetzt auch wohne, eben rüber nach Riehl, wo ich früher gewohnt habe. Ja, es war nämlich früher so, ich war ja dann in der Abendschule gewesen, habe im letzten Jahr Schüler-BAföG bezogen, brauchte nur zweimal die Woche arbeiten zu gehen. Und so hatte ich den ganzen Vormittag bis in den späten Nachmittag immer Zeit und brauchte abends immer nur für 5 Stündchen von 17:30 bis 21:30 die Schulbank zu drücken. Leute, das war so ein wunderschönes Jahr und ich war da halt sehr oft bei meiner Freundin auch gewesen, habe da übernachtet. Sie ist dann morgens zur Arbeit, ich habe noch ausgeschlafen und bin dann ganz gemütlich immer dann hier durch den Rheinpark zu mir nach Hause gelaufen. Also einfach eine sehr schöne Erinnerung, die hier dranhängt. Vor allen Dingen morgens immer diese Stille, die hier herrscht. Ne? Man hört so das Wasser rauschen vom Rhein. Ab und zu fährt mal ein Schiff drüber, das rauscht dann so schön. Einfach toll. Ja, und damit laufe ich jetzt hier da hinten. Na gut, ist noch ein bisschen auf diese ganz steile Fußgängerbrücke zu. Da weiß ich ja von euch Zuschauern, dass das der Katzenbuckel ist. Ne, das musste man mir als gebürtigen Kölner noch sagen. Für mich war das immer die steile Fußgängerbrücke. Aber nein, das Ding heißt Katzenbuckel. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier die Treppe hoch bei Rheinkilometer 691. Und da können wir dann mal wieder einen Blick auf die KHD-Hallen erhaschen, wo ich ja auch mal wieder hin könnte. Ihr wisst Bescheid. Oh, Leute, klasse. Ne? Da drüben dann eben die KHD-Hallen, alte Industrieruine und das Hafenbecken hier.
Da unten dieses saftige Grün, das finde ich immer richtig toll, vor allen Dingen, wenn die Sonne da rauskommt. Das ist so Leben, Natur und einfach super. Ja, und was sehe ich da? Auch noch ein Projekt, was gerade abgerissen wird mit diesem hohen Schornstein. Den habe ich natürlich schon seit längerem im Auge. Diese Baustelle ist aber extrem überwacht mit Kamera und so weiter. Und ja, da weiß man natürlich nicht, was, wenn man da das Gelände betritt, wenn die Bauarbeiten ruhen, ob dann nicht der Wachdienst anrückt. Und das sind dann Sachen, da bin ich dann auch raus, ne? So Leute, weiter geht's gleich über die Mülheimer Brücke. So, damit liegt die Mülheimer Brücke auch schon wieder hinter mir. Da oben war es sehr windig gewesen, weswegen da ein Filmen bzw. ein Sprechen zu euch wenig Sinn gemacht hätte. Das Handy ist sehr windempfindlich. Naja, auf jeden Fall ist die Mülheimer Brücke für mich so ein Symbol der Freiheit, will ich mal sagen. Ja? Denn es war so, ich war damals 16 Jahre alt gewesen, habe damals meinen Rollerführerschein gemacht. Das war damals die Klasse 4. Damit durfte man dann Leichtkrafträder fahren bis 50 Kubikzentimeter Hubraum, bis 50 km/h, glaube ich. Das müsste jetzt die Klasse L sein. Bin auch nicht sicher. Auf jeden Fall, viele von euch werden das wahrscheinlich kennen, ne? Ich glaube, viele meiner Zuschauer sind ja auch so in meinem Alter, so um die 40. Und damals halt, als ich 16 war, da war das mit den Rollern eine ganz große Nummer gewesen. Das ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Und so auch ich bin dann einen Roller geholt, einen Roller geschenkt bekommen, sogar meinen ersten. Und als ich dann von der Fahrprüfung kam, bin ich dann über die Mülheimer Brücke gefahren, das erste Mal alleine. Und das war für mich so wirklich, wow, ist das geil. So ein richtiges, riesiges Stück Freiheit wurde mir mit diesem Führerschein quasi geschenkt. Das war ein richtig tolles Erlebnis. Und auch die Rollerzeit an sich, ne? Also ich hatte mehrere Roller gefahren, immer solche abgefrackten Schrottroller, weil kein Geld und so, ne? Auf jeden Fall. Ich hatte 2 Jahre lang, bis ich 18 war und den Pkw-Führerschein hatte, permanent schmutzige Hände, weil kein Tag verging, an dem ich nicht an den Rollern schrauben musste. Hab die natürlich auch entsprechend frisiert. Ne? Piaggio-Roller ging immer sehr gut. 70 Kubiksatz rein, größeres, also langes Getriebe, großer Vergaser, härtere Kupplungsfedern, all solche Sachen. Und dann fuhr das Ding schon mal 90. Ne? Damit ist natürlich jede Betriebserlaubnis erloschen. Aber so war das halt damals. Ne? Ich glaube, viele von euch kennen das noch. Und das war einfach ein unglaublich tolles Gefühl, mit so einem frisierten Roller durch die Gegend zu heizen und eben auch sich jederzeit helfen zu können selber. Ne? Das Helmfach, das war bei mir proppevoll mit den verschiedensten Werkzeugen und Schmiermittel und Hylomar, Schraubenkleber, alles war da immer dabei, um unterwegs die nächste Panne selbst beheben zu können. Und deswegen eben auch 2 Jahre lang immer ölige Hände gehabt. Leute, jetzt geht's hier nach Riel und dann sehen wir mal weiter. Ja, und da sind wir auch schon in Riel. Über 30 Jahre lang habe ich hier gewohnt. Barbara-Straße und Wettsteinstraße. Da bin ich insgesamt 3-mal umgezogen in diese Straßen intern. Ja, und jetzt laufen wir hier mal über, ja, durch das Rieler Zentrum, will ich mal sagen. Das ist die Stammheimer Straße. Und da musste ich gerade zu Entsetzen feststellen, diese Baustelle, die da ist dieses kleine Haushaltswarengeschäft abgerissen worden. Und nebenan war das Schreibwarengeschäft von Günther und Marlene Blum. Genau, da bin ich schon als Kind, als kleiner Junge, mit meiner Laterne zu St. Martin singen gegangen von der Schule aus. Hab da auch immer Hefte gekauft und so Spielsachen gab es da auch zu kaufen. Und ja, hab mich wirklich sehr, sehr lange begleitet, dieses Geschäft. Auch als ich später dann wieder in der Abendschule war, bin ich wieder dort einkaufen gegangen, hab irgendwelche Füller und auch wieder Hefte und Papier und solche Sachen da eingekauft. Ja, aber so geht's. Ne? Frau Blum war natürlich auch nicht mehr die Jüngste nach all den Jahren. Hatte da schätzungsweise 35 Jahre lang diesen Schreibwarengeschäft betrieben. Und irgendwann ist dann auch mal gut. Ja, hier sind wir jetzt übrigens am, ich weiß nicht, ob das noch ein Eingang ist, aber hier ist der Hintereingang vom Zoo. Früher war es auf jeden Fall ein Eingang. Ob es jetzt noch einer ist, weiß ich nicht. Hier dann die Sparkasse. Da war ich auch immer sehr oft gewesen. Leute, sehr schöne Erinnerungen hier in der Grundschule Gartestraße, hatte ich ja eben eingeblendet. Da bin ich zur Grundschule gegangen bei der Frau Körsmeier. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Lehrerin noch, das wäre ja richtig toll. Ja, und jetzt geht es die Stammheimer Straße eben weiter.
Also Riehl finde ich die Besonderheit, das ist so eine eigene Stadt für sich, ja. Wie gesagt, hier mit der Stammheimer Straße, das bildet so das Stadtzentrum, will ich mal sagen. Und es ist sehr ruhig hier. Ne? Hier laufen wir jetzt quasi auf dieses, ja, ich sag mal, Bonzenviertel drauf zu. Da stehen sehr viele und sehr teure Einfamilienhäuser. Also hier hat sich wirklich das Geld konzentriert in Riehl. Und ja, Barbarastraße, wo ich gewohnt hatte, das ist, ja, ich will nicht sagen asozial, aber auf gar keinen Fall eine Bonzengegend, das will ich sagen. Ne? Ein ganz normales Wohnviertel und es war schön, es war richtig schön. Und ja, jetzt gehen wir weiter und dann lassen wir uns mal überraschen. So, und nicht mal 20 Gehminuten von Riehl entfernt sind wir auch schon hier am Hansaring und bin jetzt gerade hier am Saturn vorbeigekommen. Und ja, der eine oder andere hat vielleicht auch schon gesehen, dass der, ich sag mal, CD-Saturn oder Musik-Saturn, der direkt hier an der, ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt, direkt an der Hauptstraße liegt, der hat zugemacht. Ich glaube, dass da was Neues reinkommt, auch von Saturn aus. Die strukturieren halt um und die ganzen Musiksachen haben die jetzt hinten an in den Elektro-Saturn gepackt. So eine ganz kleine Katzenecke haben die nur noch für Musik, CDs, ein paar Schallplatten und sowas. Ja, und wenn ich denke, früher der CD-Saturn, Leute, das war einfach so herrlich, sich da in dieser unglaublichen Auswahl an Musik was Schönes rauszusuchen, die CDs mit nach Hause zu nehmen, anzuhören, sich daran zu erfreuen. Und ich finde es wirklich eine Schande, was aus dem Gut Musik geworden ist. Das ist zu meiner Empfindung nach digitalem Abfall verkommen. Ja, es ist, so früher war es ja so, also ich kann nur von mir reden. Ne? Wenn damals, dann bin ich ja hingegangen, habe mir da eine CD ausgesucht oder auch zwei oder drei und dann habe ich mich daran 3 Monate, 4 Monate an diesen CDs, an dieser Musik erfreut, konnte auch eine richtige Beziehung zu dieser Musik aufbauen und deswegen habe ich heute auch einen reichhaltigen Musikschatz. Wenn ich meine CD-Sammlung so durchschaue, das ist wie so ein Tagebuch meines Lebens. Ja? An fast jeder CD hängt irgendeine Erinnerung, irgendeine bestimmte Lebensphase. Und das kann man halt mit MP3-Dateien einfach nicht so realisieren wie mit CDs. Ja, man hat was in der Hand, dann ist da manchmal ein Booklet dabei, man kann durchblättern und hat einfach was da, was man anschauen und berühren kann. Und ich finde es einfach schade, dass das eben alles so digitalisiert wurde und damit von meinem Empfinden her der Wert, also das Gespür für den Wert von Musik in der Bevölkerung einfach verloren gegangen ist. Es sind einfach irgendwelche Daten, die man einfach so hin und her kopiert und damit, ja, ich wiederhole mich, geht der Wert von Musik einfach verloren. Ja, ich erinnere mich sogar noch an meine allererste CD, die ich mir damals da im Saturn gekauft hatte. Und zwar war das die Bravo Hits 6. Das muss so 1992, 93 gewesen sein. Und zwar hatte ich eigentlich vorgehabt, mir eine Thunderdome zu kaufen. Ich meine, die Thunderdome 8 war es gewesen. Meine Eltern waren aber dagegen, haben mir das ausgeredet und mich dann für die Bravo Hits 6 überredet. Naja, auch die habe ich mir dann angehört und leider besitze ich sie nicht mehr. Ich habe sie dann irgendwann auf dem Trödelmarkt verkauft. Dafür ist dann meine Sammlung an Thunderdome-CDs stetig gewachsen. Also meine Eltern sind da echt durch die Hölle gegangen. Von morgens bis abends lief da nur Thunderdome, später auch noch Terrordrome, also richtig übler, finsterer Gabber. Und Thunderdome, ja, das war ja so eine Mischung aus Gabber und teilweise eben auch dieses andere Genre. Happy Hardcore, das war da auch drauf, fand ich auch immer sehr schön. Aber eben auch diese richtig düsteren, harten Sachen auf der Terrordrome, wo man wirklich Nerven wie Drahtseile für braucht, habe ich richtig gefeiert. Und dann gab es aber ein Erlebnis, das hat mein Musikgeschmack von heute auf morgen sowas von radikal verändert. Und zwar war ich bei einem Kumpel zu Hause gewesen und ja, wir haben da aus einer großen Hollandbong eine Kräutermischung geraucht und Leute, das hat mir sowas von den Boden unter den Füßen weggezogen, aber im positiven Sinne. Das fing an, ich ging so durch das Zimmer durch von dem Kumpel und der Boden fühlte sich irgendwann an, als ob ich auf diesen dünnen Sportmatten aus dem Sportunterricht laufe, ne? So richtig federnd. Ich denke, wow, was geht denn hier mit dem Boden ab? Meine Knie wurden immer weicher, ich konnte irgendwann nicht mehr stehen, musste mich hinsetzen. Sitzen ging irgendwann auch nicht mehr, musste ich mich hinlegen. Und Leute, ich habe da 3 oder 4 Stunden lang auf dem Fußboden gelegen und ich bin durch ein Universum gereist,
das war der blanke Wahnsinn. Das war ein Erlebnis, an das ich heute noch sehr oft und sehr gerne zurückdenke, denn es war eben auch ein sehr prägendes Erlebnis. Ich war 16 Jahre alt damals gewesen und ja, in dieser Nacht hat der Kumpel dann unter anderem auch die Dream Dance 8 aufgelegt. Und diese Scheibe, Leute, die hat mich auf so eine Reise geschickt. Es ist unbeschreiblich, was da in meinem Kopf für ein Feuerwerk losgegangen ist, in diesem Zustand, zu dieser Musik. Und von diesem Tag an habe ich nie wieder Thunderdome oder Terrordrome gehört. Also bin dann wirklich auf diese Trance-Schiene eingestiegen, weil ich einfach gemerkt hatte, dass es eine viel tiefgründigere Musik ist als Hardcore und Gabber. Und im Zuge dessen dann eben auch bald auf Goa gestoßen, ja, Psychedelic Trance. Ja, das ist so der Grund, warum ich diese Musik so liebe. Ne? Diese Tiefgründigkeit, die wäre mir, glaube ich, ohne diesen damaligen Zustand, den ich eingenommen hatte, niemals so bewusst geworden. Ja? Thunderdome, Terrordrome höre ich heute, wie gesagt, nicht mehr, habe aber noch alle CDs da. Ne? Ab und zu höre ich mal rein, so aus Spaß einfach, aber nicht der Unterhaltung wegen, sondern ach ja, ah ja, das war das und so, kennt man vielleicht, ne? Aber die Dream Dance 8, Leute, die hat sich so in meinem Kopf festgebrannt, ne? Ich fand das erste Stück von Carlos mit der Panflöte. Boah, Leute, das hat mich in ein Universum geschickt, einfach galaktisch. So, und ja, nur noch zum eben hier, Drogen sind böse, ihr wisst Bescheid. Und es hat sich schnell rausgestellt, dass ich einer der wenigen Menschen bin, die allergisch auf solche Substanzen reagieren. Also ich habe dann die nächsten Male nur noch richtig derbe Filme gefahren, Paranoia, Herzrasen, ein ganz schlechtes Gefühl. Das hat wirklich nur beim ersten Mal hat das so geil und nachhaltig gewirkt und die anderen Male kam ich nicht mehr drauf klar, weswegen ich das dann auch nicht mehr angefasst habe. So Leute, hier sind wir schon wieder so ein Stück weiter hier, laufen jetzt quasi auch schon wieder Richtung Heimat und ja, sehen wir mal weiter. So, und damit herzlich willkommen hier im Park der Menschenrechte. Ich bin jetzt hier über die Lindenstraße hierher gekommen und habe da eben auf einem Fenstersims einen Stapel von Flyern liegen sehen. Da habe ich mal einen mitgenommen. Und zwar steht hier drauf, 3 große Fragezeichen und die Vergessenen der Corona-Krise. Da steht drauf, Corona-Tote in Deutschland 9061. Das war vom 2.7. der Stand. Und das Durchschnittsalter ist 82 Jahre der Verstorbenen. Dann werden hier Opfer und Folgen der Maßnahmen aufgeführt. Massenarbeitslosigkeit, zerstörte Existenzen, zahlreiche Tote durch fehlende ärztliche Behandlung, verschobene OPs und so weiter. Dann Suizide, vierfache Steigerung, psychische Störungen, Zunahme von Kindesmissbrauch und häuslicher Gewalt, Bildungskatastrophe in den Schulen und so weiter. Ist das noch verhältnismäßig? Ja, leider fehlt hier zu diesen Angaben eine Quellangabe. Es finden sich zwar 3 QR-Codes auf diesem Flyer, die könnte man scannen, um da vielleicht mehr zu erfahren. Also mit sowas muss man natürlich immer aufpassen, wenn da keine Quellangabe dabei ist. Aber wo ich grundsätzlich drauf hinaus will, was mir schon seit längerem richtig sauer aufstößt, das ist, wenn jemand nicht blind an das glaubt, was uns die Regierung erzählt, dass dieserjenige momentan als Aluhutträger beschimpft wird. Das kann einfach nicht sein. Wir schreiben uns riesig groß die Meinungsfreiheit auf die Fahnen und wenn da jemand von der vorgegebenen Meinung abweicht, ist der ein Verschwörungstheoretiker, ein Aluhutträger und so weiter. Da bin ich sehr verärgert drüber. Auch ich habe eine kritische Meinung und Haltung zu diesem ganzen Corona-Dings hier. Distanziere mich aber von Verschwörungstheorien, wie dass da etwa Aliens dahinter stecken oder das Virus gezielt über die Menschheit gebracht wurde, damit Bill Gates noch reicher wird oder sowas. Das halte ich für vollkommenen Unfug. Ich glaube an die Existenz des Virus. Ich glaube daran, dass es Personengruppen gibt, die stark von diesem Virus gefährdet sein können, gesundheitlich bis hin zum Tod. Aber ich halte die Maßnahmen und deren Umsetzung für mehr als fragwürdig. Und ich finde, das kann einfach nicht sein, dass hier
gegen das Grundgesetz, gegen die Grundrechte von den Bürgern einfach so verstoßen wird. Ne? Lockdown und solche Sachen, die Leute wurden zu Hause eingesperrt. Also hier in NRW sind wir noch relativ glimpflich davon gekommen. Aber in Sachsen beispielsweise, da gab es Hausarrest. Die Leute durften nur noch arbeiten gehen und eine Stunde vor die Tür, das war's. Alles andere wurde mit Strafen geahndet. Leute, das finde ich ein Undingen. Und ja, da würde ich einfach mal gerne eure Meinung zu hören, wie ihr das seht. Findet ihr die Maßnahmen noch verhältnismäßig? Habt ihr vielleicht selbst mit dem Coronavirus Kontakt gehabt? Wart ihr infiziert? Ist bei euch die Krankheit Covid-19 ausgebrochen? Kennt ihr welche oder seid ihr betroffen von Kurzarbeit, so wie ich beispielsweise? Und würde mich mal eure Meinung sehr zu interessieren. Ja, diesen Flyer werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen und vielleicht mal in Ruhe diese Codes da scannen und mal auf den Grund gehen, wer dahinter steckt. Genau, das ist nämlich auch wichtig. Immer, also ich finde es halt schwierig, wenn man einfach nur an eine Quelle glaubt und ohne mal links und rechts zu gucken. Ne? Ich behaupte ja nicht, dass die Regierung uns belügt, aber ich glaube nicht, dass sie uns immer unbedingt die Wahrheit auf eine Art und Weise präsentiert, also nicht auf eine objektive Art präsentiert, sagen wir mal so. Ja? Und deswegen finde ich es wichtig und auch sehr einfach heutzutage eben auch auf alternative Quellen mal zu schauen und dann eben zu vergleichen und sich aus diesem Wust an Informationen eine eigene Meinung herauszubilden, anstatt immer nur auf diese eine staatliche vorgegebene Meinung zu hören. Das halte ich für sehr problematisch. Gut, damit haben wir jetzt auch schon 19 Kilometer hinter uns. Mein Weg führt mich jetzt nach Hause zur Familie frühstücken und danach geht's dann weiter in den Kölner Norden. Liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Teil 2 meiner heutigen Tageswanderung. Ich komme jetzt gerade mehr oder weniger vom Frühstück. Boah, und ich habe mich wieder so voll gefressen. Bin so richtig träge jetzt und es ist, boah, das liegt so schwer im Magen. Also, das ist keine Seltenheit. Wochenende, Frühstück, 4 Brötchen, 2 Wäckchen, 4 Eier, 1 Liter Buttermilch, 3 Dosen Wasser und boah. Nee, das ist auch der Grund, warum ich auf meinen Wanderungen morgens nichts frühstücke, weil auch da wäre ich so maßlos. Und dann lasse ich es lieber direkt weg und gehe auf leerem Magen los. Ich hatte ja am Vorabend dann immer schon gegessen, das reicht mir einfach. Und so ist es für mich wirklich gerade eine richtige Quälerei. Aber da müssen wir jetzt durch. Es liegen noch etwa, also ich laufe jetzt gerade wieder mal nach Riel auf einer meiner alten Strecken, hier gleich an der inneren Kanalstraße entlang. Und ja, die Strecke ist um die 8 Kilometer und von Riel aus geht es dann rüber nach Weiler oder Heimersdorf. Eins von beiden, ich weiß es gerade gar nicht genau. Das sind dann nochmal 12 Kilometer, also insgesamt rund 20 Kilometer. Jetzt noch hier mit vollem Magen und ja, müssen wir durch. Meine Freundin und mein Sohn kommt dann auch dahin. Wir sind da eingeladen und so kann man wieder beides verbinden. Sportliche Aktivität und Familienleben, das finde ich immer sehr schön so. Und ja, Leute, weiter geht's. Ja, also innere Kanalstraße, auch ein ziemlicher Schandfleck, wie ich finde. Hauptverkehrsstraße, richtig laut, wenig zu sehen. Aber auch hier fühlt mich der Weg ab und zu halt lang. Und da kommen wir jetzt gerade noch ein paar Bilder sehen vom Verkehrsübungsplatz. Der ist genau auf der Ecke Innere und was ist das? Neusserstraße, ganz genau. Da sind wir früher nämlich in der Grundschule, ich glaube jedes Jahr einmal, 1., 2., 3. und 4. Klasse hingefahren. Und da kann man dann eben, also für Schulkinder, den wird da die Teilnahme am Straßenverkehr auf spielerische Weise beigebracht. Und da wurden wir dann auf Fahrräder gesetzt und konnten dann diesen Parcours immer abfahren. Mussten rechts vor links beachten, Stoppschilder beachten, Zebrastreifen gab es da. Manche gingen halt zu Fuß, man hat sich abgewechselt und so. Das fand ich eine richtig tolle Sache. Und auch wenn ich so oft daran schon vorbeigelaufen bin, ist es mir heute erstmal wieder bewusst geworden, wie oft ich da war. Und dass es auch mal sehr schön war mit der Schule, solche Ausflüge dahin zu machen. Ja, ob sowas heute noch gemacht wird, angeboten wird, weiß ich nicht. Also unser Schulsystem absolut marode und runtergerockt und ja, leidiges Thema, anderes Thema. Ich kam noch in den Genuss, eben diese Schule, diesen Verkehrsübungsplatz besuchen zu dürfen. Ob ich da wirklich was gelernt habe, weiß ich nicht. Ich weiß ja nur, dass wir mit den Fahrrädern auch immer Spaß hatten, da rumzurasen, aber vielleicht habe ich mir gemerkt, was für ein Stoppschild ist oder so. Naja, auf jeden Fall, jetzt wird sie gleich ein bisschen angenehmer. Denn wir sind schon kurz vor Riel. Das gehört jetzt, glaube ich, noch zu Nippes. Und
ja, dann sehen wir mal weiter. Und da sind wir auch schon in Nil. Riel liegt damit wieder hinter mir. Das habe ich auch nur so ein bisschen gestriffen, gar nicht richtig durchgelaufen. Ja, hier rechter Hand ist mal wieder der Glaspalast vom Kölner Stadtanzeiger, Kölnische Rundschau. Das sieht immer sehr beeindruckend aus, wie ich finde. Und ja, jetzt geht es halt hier in den Kölner Norden. Es ist ziemlich windig und das macht mich immer so richtig ein bisschen böse, weil ich weiß, dass der Ton jetzt ungeheuer leidet. Und ich denke jedes Mal, boah, muss jetzt wieder neu sprechen. Gut, wir versuchen es einfach. Auf jeden Fall der Kölner Norden, ich muss es sagen, wie es ist, wenig spektakulär. Da wird sich auch kein Tourist hin verirren. Das ist einfach nur von Wohngebieten durchzogen. Und das für mich einzig Interessante ist da Kölner Fortwerke, Müllverbrennungsanlage, dieses relativ große Industrieareal in Nehl. Da kommen wir auch gleich so ein bisschen durch. Und ansonsten ist da nicht viel. Aber da müssen wir durch, ne? Und weiter geht's. So, und damit herzlich willkommen hier im Industriegebiet Nil. Rechter Hand die Firma LMK. Für die habe ich auch mal etwa 2 Jahre gearbeitet. Da haben wir nämlich diese riesigen Stahlcoils, ne? Die haben wir dann eingelagert und die wurden dann von den Fortwerken eine Hausnummer weiter abgerufen und wir haben die denen direkt in die Produktion geliefert. Outsourcing nennt man sowas, glaube ich. Ford hat keine eigenen Lagerbereiche mehr, sourced das aus und LMK ist eine Tochterfirma von MAN, ne, großer LKW-Hersteller. Und ja, wie gesagt, hier etwa 2 Jahre gearbeitet, sind wir eben Schwertransport gefahren. Die LKW hatten Zulassung bis 60 Tonnen Gesamtgewicht. Und dann hatten wir in der Halle einen 2-Träger-Brückenkran. Der konnte 45 Tonnen, meine ich, heben mit so einem Hubmagneten. Dann saß man da, die ganze Schicht über oben auf dem Kran, hat diese bis zu 40 Tonnen schweren Coils durch die Gegend gefahren, umgelagert, eingelagert, verladen. Also war eine sehr, sehr schöne Arbeit, weil es eben mit so mordsmäßig schwerem Gerät gewesen ist, ne? Die Halle nebenan, da hatten wir solche, ja, Platinen hießen diese Teile. Das waren so große Stahlpaletten. Da waren dann vorgestanzte und vorgeschweißte Bleche für die Produktion für Ford schon vorbereitet. Seitenwand, Fiesta, Türbleche und all solche Sachen. Die haben wir dann auch dahin geliefert. Die haben wir verladen mit einem 8 Tonnen Linde Gabelstapler. Das war auch ein richtiges Geschoss gewesen, Freunde. Der fuhr vorwärts wie rückwärts um die 20 km/h. Und wenn man damit mit 8 Tonnen vorne auf der Gabel um die Kurve flog, das hat schon richtig gefetzt, war richtig geil. Ja, lange her. Und ja, jetzt laufe ich hier gerade auf die Emdener Straße zu. Da geht es dann rechts ab, nämlich eben zu den Fortwerken, wo ich eben auch lange gearbeitet habe, Ausbildung gemacht und dann 2 Jahre Schreckensarbeit an Fließband in der Lackiererei Y-Halle. Eine ganz, ganz schlimme Zeit war das gewesen. Ich bin so froh, dass das vorbei ist. Obwohl es schon so lange her ist, bin ich immer noch froh, dass das vorbei ist. Das ist wirklich Wahnsinn, wie das auf mich gewirkt hat. Und ja, aber so kam halt was Neues. Alles geht immer irgendwie weiter. Das ist auch gut so. Und für mich geht es jetzt hier weiter, geradeaus Richtung Militärring. Damit herzlich willkommen hier auf der Industriestraße, nicht auf dem Militärring. Ich habe eben gesagt, ich laufe Richtung Militärring. Ja, das war von der Richtung auch richtig, aber der Militärring würde jetzt hier links runter verlaufen, ab dem Lila Ei und die Industriestraße eben, ja, geradeaus weiter. Rechter Hand dann nochmal die Fortwerke von einer anderen Ansicht. Das ist jetzt hier R-Halle, Schmiede, Druckguss. Dann hier orangene ist, meine ich, das Hochregallager vom Motorenwerk. Da stand ich auch schon mal drin. Das war Zufall damals. Ich lief durchs Motorenwerk, mache eine Tür auf und stehe auf einmal in diesem unglaublichen Hochregallager drin. Das war richtig überwältigend. Und ja, dass da kein Alarm losgegangen ist, wundert mich. Vielleicht waren da gerade Wartungsarbeiten. Ich habe keine Ahnung. War auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Fortwerke sowieso, ne, diese ganzen Roboterstraßen, die die haben. In der X-Halle beispielsweise, Rohbau. Leute, da sieht man kaum noch Menschen arbeiten, nur Roboter. Und das ist richtig Science-Fiction, Hightech, richtig geile Sache. Und ja, da habe ich halt
gelernt, Energieelektroniker. Habe ich, glaube ich, auch alles schon zigmal erzählt. Aber Leute, so ist das halt. Ne? Dinge wiederholen sich, die ich erzähle. Irgendwann geht mir auch mal so der Stoff aus für die Videos, dann wiederholt sich einiges. Aber es kommen ja auch ständig neue Zuschauer hinzu. Und dass nicht jeder dieser Zuschauer meine inzwischen über 300 Videos angeschaut haben kann, ist auch klar. Und so werden sich manche Geschichten eben immer und immer wieder wiederholen. Wie auch die Strecken, die ich eben oft laufe, wo ich euch auch immer gerne mitnehme, sind auch immer wieder die gleichen. Aber so ist halt das Leben, ne? So ein ständiges Hamsterrad, in dem man sich befindet. Und ja, je älter man wird, desto schlimmer wird das auch und desto schneller läuft die Zeit. Da hänge ich mich ja auch in letzter Zeit immer dran auf, ne, wie schnell die Zeit rast. Geht mit zunehmendem Alter immer schneller. Das liegt wohl daran, weil man kennt im Grunde alle, also bis zu einem bestimmten Alter kommt ja mit jedem Jahr irgendwie was Neues dazu. Ja, dann kommt man in die dritte Klasse, in die vierte, in die fünfte. Es ist immer wieder was Neues da, neue Herausforderungen. Und ab einem bestimmten Alter kommt eben nicht mehr allzu viel hinzu. Und man kennt die gesamten Abläufe. Und das Gehirn schaltet dann quasi ab. Ah ja, gut, Ostern kennen wir. Da ist das nächste. Ja, Pfingsten, gut, kennen wir auch. Ne, und so ist das von der Empfindung her immer, wird das immer schneller. Kann man nichts dran machen. Oh, was haben wir hier? Haben sie irgendwas aufgebaut? Und so eine... Ach, ich glaube, das hat was mit den LKW zu tun. Dass die hier schon mal gewarnt werden oder so. Hybridlösung. Ne, hier steht irgend so ein Generator. Eine Messstation. Da oben ist ein Windrad drauf, was wohl die Windgeschwindigkeit und Windrichtung misst. Traffic Lines. Ja, hat irgendwas mit Verkehr zu tun. Irgend so ein Versuchsding wahrscheinlich. Keine Ahnung. So, weiter geht's. Hier in Chorweiler, rechter Hand das Aqualand mit dem weltweit ersten Indoor-Looping-Rutsche. Da bin ich auch schon mal drauf gewesen. Da stellt man sich rein, so in so eine leichte Schräge. Dann geht eine Klappe im Boden auf und dann fällt man einfach senkrecht nach unten. Also fast senkrecht. Man hat immer noch so ein bisschen ganz minimales Gefälle. Und ja, aber ein richtig tolles Teil. Und ja, ich sehe auch gerade, das Ordnungsamt steht davor, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. So muss das sein, ganz genau. Und ja, ich bequeße hier gerade die Straße. Chorweiler, habe ich eben gesagt, Chorweiler? Ja, wir sind in Chorweiler, ganz genau. Das ist einer der wenigen Kölner Stadtteile, zu denen ich so gar keine Beziehung habe, weil ich da weder Freunde wohnen habe, noch Bekannte oder sowas. Einzig nebenan, also direkt neben dem Aqualand auf der Neusser Landstraße, kommt dann irgendwann die Villa Oppenheim. Villa Oppenheim, genau. Die Geistervilla von... Das ist Fühlingen. Die Geistervilla von Fühlingen. So, mein Weg führt mich jetzt weiter hier. Die Merianstraße, glaube ich, entlang. Und dann sind wir auch schon gleich da. So, liebe Leute, damit herzlich willkommen in Köln-Weiler. Jetzt weiß ich wieder, was das war. Nicht Heimersdorf, sondern Weiler. Genau, ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle von euch und werde jetzt die letzten paar, ich glaube, 1,5 Kilometer ohne euch vornehmen. Dann, wie gesagt, sind wir jetzt gleich eingeladen und dann gibt es was Leckeres zu essen. Jetzt kriege ich auch langsam wieder Hunger. Die Schwere von heute Morgen im Magen, die hat sich jetzt gelegt mittlerweile. Ja, das Problem mit solchen Sachen, wenn man dann eben zu Fuß zu Leuten nach Hause geht. Ich bin dann immer extrem durchgeschwitzt und das ist natürlich kein Zustand. Deswegen habe ich im Rucksack immer dann Ersatzklamotten dabei, mit denen ich dann mich dann vorher vor der Tür eben schnell mal umziehen kann, ein bisschen Deo drüber und sowas. Bei manchen Leuten gehe ich sogar hin, melde mich vorher an, dass ich da gerne duschen möchte. Das funktioniert dann auch. Habe ich jetzt hier heute keine Lust zu. Ich habe sogar ein Fläschchen Wasser mit dabei, wo ich mal meine Füße mit überwischen kann und sowas. Eine kleine Katzenwäsche vor der Haustür, das soll dann auch reichen. Und genau, Leute, das soll es hier gewesen sein. Morgen geht es für mich dann schon wieder auf die nächste 40-Kilometer-Tour, wo ich eben dem ersten Gewinner von diesem Gewinnspiel den Gewinn persönlich vorbeibringe. Und danach, das nächste Video wird dann sein Moselsteig, ganz genau. Da ist geplant die Etappe von Koblenz bis nach Cochem. Die wollte ich auch noch nachholen. Ja, also straffes Programm liegt noch vor mir. Und ja, wahrscheinlich wieder einer meiner Zuschauer. Leute, das passiert so oft in letzter Zeit. Gerade in Bonn, da ist es ganz extrem. Da werde ich immer wieder erkannt und gegrüßt. Sehr nette Leute immer.
Ja, auf jeden Fall habe ich dann heute damit auch um die 40 Kilometer gelaufen. Die genaue Zahl blende ich jetzt mal ein. Und damit darf ich mich dann jetzt auch endlich von euch verabschieden. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und verabschiede mich mit den Worten: Geht raus, bewegt euch, ihr wisst Bescheid, madet Jod und tschüss.